Hallo Leute und herzlich willkommen bei uns im Bad. Ich habe, um euch so ein bisschen abzuholen, falls ich das Video nicht schon anders angefangen habe, ich habe in letzter Zeit super viele Videos mir angeschaut zum Thema Curly Girl Methode oder Curly Hair Methode. Und ich habe das ein Video habe ich zufällig gesehen. Und dann habe ich immer weiter geschaut, immer weiter, immer weiter. Irgendwann wurde es sogar eine Recherche. Und mittlerweile ist es so, guck mal bitte, viele Produkte. Ich habe alle ausgepackt, um anzuschauen, ob ich das vielleicht auch probieren könnte mit den Produkten, die ich schon zu Hause habe. Ich habe sehr, sehr viel. Ich habe tatsächlich sogar noch was gekauft, was ich in den meisten Videos gesehen habe. Diese Produkte hier hinten, zeige ich euch gleich. Oh Gott, so viel. Auf jeden Fall, falls ihr nicht wisst, was das ist, was ihr davon noch nicht gehört habt, die Curly Girl Methode ist so viel wie die eigenen Locken rausholen. Also manche Leute, oh Gott, ich bin so blass, man, dumm, muss ein bisschen dummer machen, so. Und zwar haben ganz, ganz viele von uns eigentlich lockiges oder welliges Haar. Und wir wissen das nicht, weil wir die falschen Produkte verwenden. Deswegen, also wenn ihr zum Beispiel nach dem Duschen und Baden, nach dem Föhnen dann so buschiges Haar habt, ihr könnt die so schwierig bändigen und irgendwie fühlt sich das alles nicht richtig an und ist nicht geschmeidig und so weiter, kann sein, dass ihr eigentlich von Natur aus Locken oder Wellen habt. So, und ich weiß es von mir, dass ich, also als ich als kleines Mädchen, als Kind, hatte ich auf jeden Fall Locken. Auch keine Wellen, sondern richtige Locken. Und dann später, keine Ahnung, man benutzt halt ein Shampoo, das da ist, ne? Und jetzt gerade auch mit meinem ganzen, meiner YouTube-Karriere, kann man das Karriere nennen, 6 Jahren, habe ich natürlich super viele Produkte ausprobiert. Heiße Geräte, Lockenstäbe, Glätteisen, Föhn und so weiter. Hitze, Hitze, Hitze ohne Ende. Wenn auch selten, aber trotzdem. Und Produkte habe ich immer verwendet, die einfach Feuchtigkeit spenden. Und ich habe aber immer, immer wieder meine Haare beim Föhnen zum Beispiel mit einer Rundbürste hier bearbeitet, weil ich hier eben diese Wellen und Locken hatte, die ich nicht haben wollte. Das sagt aber aus, dass ich ja eigentlich diese Haarstruktur habe. So, auf jeden Fall nach diesen ganzen Videos, die ich gesehen habe, habe ich mich gefragt, wie stark sind eigentlich meine Locken oder Wellen, vielleicht wie auch immer, von Natur aus, die ich ja immer wieder rausbürste, die ich immer wieder beschwere mit eben heißen Geräten und so weiter. Ich will nicht zu lange erzählen. Auf jeden Fall will ich mir dieses Buch bestellen dazu. Diese Curly Girl Methode ist wohl schon super, super alt. Es gibt auch ein Buch dazu, da wird auch erklärt, was für eine Wellenlocken, was für man hat. 2a, 2b, 3, 97,4, so, sowas wird das alles unterteilt. Und um das eben wieder herauszukitzeln, muss man die richtigen Produkte verwenden. Und die dürfen keine Parabene, keine Silikone und Sulfate und Alkohol beinhalten. Jetzt gerade erzähle ich euch wirklich nur so ein Halbwissen. Da müsste ich auf jeden Fall mir mal das Buch durchlesen. Ich habe aber schon mal vorerst mal meine Produkte ausgepackt, die ich so da habe und habe mal geschaut, was für Inhaltsstoffe die eigentlich haben. Weil meine Haare sind ja eigentlich eher unkompliziert, würde ich mal sagen. Die sind auch nicht kaputt, aber die sind natürlich blondiert. Dadurch kann ich mir vorstellen, dass es natürlich auch, ja, vielleicht sie ein bisschen hindert, ja, daran eben so zu sein, lockig, wellig, wie sie wären, wenn sie nur Natur wären. Ich habe auch ein bisschen Schuppen gerade, leider. Aber ich will es nichtsdestotrotz trotzdem probieren. Also, bei dieser Curly Girl Methode eben ist wichtig, dass man die richtigen Produkte benutzt, die alle diese Inhaltsstoffe nicht haben. Dann darf man die Haare nicht kämmen. What? Eigentlich kein Shampoo verwenden und keine heißen Geräte. Ja. Ungefähr alles davon ist super schwierig für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Haare nicht zu waschen mit Shampoo. Und ja, nicht zu föhnen würde vielleicht noch gehen jetzt im Sommer oder so. Auf jeden Fall, ich möchte das unbedingt ausprobieren. Und man braucht noch ganz viel Haargel. Das muss ich auch bestellen, weil sowas habe ich nicht im Haus. Halt. Ich wollte einfach mal die Produkte zeigen, die ich so da habe. In einer längeren Zeit
habe ich diese Produkte hier und die stehen einfach schon länger da. Die habe ich mal von DM bekommen. Ich arbeite ja mit DM zusammen und die schicken mir manchmal so die Neuheiten aus den Regalen, ne? Und da kann ich mal ein bisschen ausprobieren. Jetzt habe ich mal hinten geguckt, das habe ich ja wirklich bisher äußerst selten gemacht, was hier eigentlich so steht. Und eigentlich sieht es hier ziemlich gut aus, weil es ist hier oben steht, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, free of also frei von Sulfaten, Parabenen, Gluten, trockener Alkohol und so weiter. Und man muss halt immer noch mal weiter hier unten schauen, was hier steht. Also man muss sich natürlich auch super gut auskennen mit Inhaltsstoffen. Da muss ich sagen, da bin ich nicht so der Pro. Dann habe ich zum Beispiel von Botanicals, von L'Oreal, hier 98% natürlichen Ursprungs vegan. Hier steht halt an zweiter Stelle überall Cetearyl Alkohol, also immer Alkohol, und das ist halt schlecht, ne? Dann habe ich zum Beispiel von Sante noch ein Shampoo und das ist hier schon wieder, ne, hier steht kein Alkohol. Hier steht vorne ohne Alkohol. Ohne Alkohol, schenkt Volumen, vegan, Naturkosmetik. Übrigens, dieses Shampoo finden super viele gut, auch schon vorher, bevor ich überhaupt mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe. Hier natürliche ästhetische Öle, kontrolliert biologischer Anbau. Also das könnte vielleicht noch funktionieren. Dann habe ich hier zum Beispiel von Gisou etwas. Mädels, die lockiges Haar haben, die verbrauchen einfach so viel Produkt. Das ist der Wahnsinn. Alle Videos, die ich angeguckt habe, da ist einfach Produkt en masse in Bewegung. Gerade Conditioner, weil man die Haare eben nicht kämmen darf, versucht man unter der Dusche mit immer wieder Conditioner hinzumachen und eben mit den Händen durchzukämmen oder irgendwie, aber auf gar keinen Fall mit einer Bürste. Und wenn man immer noch Knoten hat, dann macht man immer noch mehr Conditioner drauf. Also die Haare brauchen super, super, super viel Feuchtigkeit, damit überhaupt diese Locke rauskommen kann. Das heißt eigentlich auch, dass diese Curly Girl Methode mega gut ist für die Haare, weil man schenkt so viel Feuchtigkeit, man benutzt keine heißen Geräte und auch Thema Handtuch, ganz, ganz groß, darf soll man nicht benutzen, weil das die Haare zu sehr auf Fraut, ja, ein T-Shirt benutzen, ein Baumwoll-T-Shirt oder so ein Mikrofaserhandtuch. Habe ich auch noch nicht. Oh Gott, ist auch eine ganze Investition. Dann zum Beispiel habe ich hier was von Gisou, weil man eben nach dem Conditioner noch ein Leave-In-Produkt braucht. Und das ist zum Beispiel so ein Pflege-Hitzeschutz von Gisou. Und hier steht, es ist frei von Sulfaten und Silikonen. Aber hier steht nichts von Parabenen oder Alkohol. Also hier steht sonst gar nichts, was hier drin ist. Und deswegen weiß ich wieder nicht. Ja, Ghoul hätte ich ja auch noch im Angebot. Shampoo und Spülung. Ja, Shampoo fährt ja eigentlich sowieso weg, ne? Und zu der Spülung mit Mandelöl. Hier steht wieder als zweites Cerealyl-Alkohol. Ich muss mich mal mich informieren, was für ein Alkohol das ist. Und jetzt kommen wir zu den Produkten, die ich gekauft habe, weil sie in vielen Videos gesehen habe. Und zwar zum Beispiel einmal von Balea, dieses Oil Repair Intensiv Spülung. Das ist so krass, ich habe eigentlich noch nie auf die Inhaltsstoffe geachtet. Silikonfreie Rezeptur mit Keratin und Arganöl. Dann habe ich gedacht, wenn ich die Haare nicht waschen soll, aber ich schaffe das nicht. Ich werde auf jeden Fall Haare waschen. Und dazu werde ich vielleicht dieses Baby-Shampoo von Hip benutzen, weil, ja, das ist super sensitiv. Ne? Hier ist ja auch, ist ja für Babys gemacht, deswegen ist hier nichts, keine Duftstoffe, also kein Alkohol. Und auch keine Parabene, keine Silikone, pH-hautneutral und frei von tierischen Rohrstoffen. Also das würde ich vielleicht doch als Shampoo benutzen, weil ich glaube, so ganz an diese Curly Girl Methode sich zu halten, ist einfach so schwer. Und ansonsten hieß es noch, dass diese Serie von Garnier gut sein soll. Proteine sind auch wichtig. Also, ich habe euch jetzt mal kurz abgeholt mit meinem Halbwissen. Ich weiß gar nicht, ob jemand überhaupt noch guckt, so unprofessionell, wie ich das Video starte. Aber das sind einfach zuerst mal meine ersten Gedanken. Und das provoziert mich total, dieses Thema. Zum einen natürlich, weil ich alles, was, wenn es um Haare geht, ich liebe das. Vor allem eigentlich um Styling als um Pflege, weil ich Gott sei Dank
unkomplizierte Haare habe und auch dieses ganze Blondieren und so, tut mein Haar eigentlich nicht so weh, weil ich sie auch selten wasche. Das ist auch wichtig wieder. Für Föhnen soll man nicht, aber wenn, dann vielleicht mit so einem Diffuser. Ich habe einen Diffuser, das ist auf jeden Fall gut. Gel muss ich mir kaufen und auf jeden Fall mich durchlesen, mal durch das Buch. Aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall schon einige richtige Sachen gesagt, weil ich ja seit 3 Tagen mich informiere. Ich werde euch auf die Reise mitnehmen. Ich werde das mal über einen Zeitraum ausprobieren. Mal gucken, ob ihr da aufmerksam werdet und mich schon ansprechen werdet, auch auf Instagram, was da abgeht mit meinen Haaren. Warum die lockig sind und wie ich das gemacht habe. Ich bin ganz, ganz gespannt. Dann werde ich euch berichten, wie ich das finde und so weiter. Werde ich euch so ein bisschen auf meine Journey mitnehmen. Und ja, das war die Introduction. Mit meinem weißen Gesicht, viel zu trockenen Lippen, alles wie immer. Also, bis dann. Da bin ich schon wieder. Kein Tag vergangen. Keine 3 Stunden vergangen. Ja, ich habe mir gedacht, bevor ich mir das Buch bestelle und das später irgendwann irgendwo rumliegt, lese ich das doch auf dem iPad. Ich habe jetzt gerade so eine Leseprobe gefunden, gerade auf Seite 23 von 32, die man sich hier anschauen darf. Und ja, ist interessant. Und ich denke, nach dieser Leseprobe werde ich einfach mal auch den Rest des Buches durchlesen. Freue mich voll. Überbelichtet schon wieder. So weit ist mir schon gekommen, dass man Bücher lieber auf dem iPad liest. Ist halt einfach ein bisschen praktischer und auch besser für die Natur, ne? Okay, also, ich berichte. Mal sehen, wann das nächste Mal. Hallo Leute. Es ist immer noch der gleiche Tag. Und, sorry, es ist gerade so dunkel, also schon ziemlich spät. Und ich bin auch so müde, ich muss eigentlich ins Bett gehen. Ich wollte euch erzählen, ich lese dieses Buch, Schöne Locken. Und ich kann nicht aufhören, das zu lesen. Das ist so informativ und so interessant für mich, weil ich liebe einfach Thema Haare. Und ich habe so Bock, das auszuprobieren. Ich habe immer mehr Lust, je weiter ich lese. Das Buch hat, ich habe das auf meinem iPad, habe ich so eine App, die heißt Books. Und darüber habe ich dann das Buch gekauft. Es hat, glaube ich, 17 Euro oder so gekostet. Und es hat 360 Seiten. Und ich bin jetzt bei 160 schon. Ich suchte das ein bisschen. Ich probiere jede freie Minute wieder ein bisschen weiter zu lesen. Auf jeden Fall, es ist so interessant und ich werde das auf jeden Fall machen. Ich freue mich schon richtig darauf. Hallo Leute, da bin ich wieder. Es sind jetzt ein paar Tage vergangen. Die Sachen, die mir noch gefehlt haben für mein Experiment, für mein Curly Girl Experiment, sind jetzt endlich gekommen. Und zwar diese Mikrofaser-Handtücher. 2 Stück habe ich mir gleich bestellt, weil es sowieso gut sein wird, ob ich diese Curly Girl Methode weitermache oder nicht. Und das Gel ist gekommen. Ich weiß nicht, was für mich gefahren ist. Ich habe mir 4 verschiedene Gels bestellt. Die waren nicht zu teuer und auf Amazon gab es super gute Bewertungen. Ich habe nämlich auch eingegeben Curly Girl. Ich werde wieder ein bisschen leiser, weil mein Kind schläft. Dann wurde mir das so vorgeschlagen. Einige dieser Produkte habe ich schon bei anderen YouTube-Videos gesehen und ein Produkt habe ich nicht gesehen, aber es hatte super gute Bewertungen, gerade für diese Methode. Auf jeden Fall habe ich mir das alles gekauft und ich werde das jetzt endlich zum ersten Mal ausprobieren. Das Buch habe ich noch nicht ganz durchgelesen. Das sind ja auf 360 Seiten, glaube ich. Ich habe jetzt 180 gelesen, aber wie man das eben machen soll, habe ich schon. Diesen Part habe ich schon durchgelesen. Meine Haare, oh Gott, das ist eklig, ich kann es euch gar nicht sagen, habe ich seit 10 Tagen nicht gewaschen. Aber wisst ihr was, das ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist sogar richtig gut für die Haare. Und ja, genau, jetzt bin ich bereit und jetzt werde ich ausprobieren und ich werde euch mitnehmen. Und ich bin so gespannt, ob es klappt. Und übrigens habe ich mich jetzt für diese 4 Produkte entschieden. Und zwar werde ich ein Babyshampoo verwenden. Ich mache es gleich nicht nach dem Plan und benutze ein Shampoo. Man soll ja eigentlich kein Shampoo benutzen.
Aber ich möchte nach 10 Tagen auf jeden Fall meine Haare mit Shampoo waschen. Und es ist ja auch das erste Mal, ich probiere es mal aus. Dann benutze ich diese Spülung hier, die ich auch super, super vielen, in sehr vielen Videos gesehen habe. Davon werde ich sehr viel verwenden. Einfach um meine Haare auch nicht kämmen zu müssen. Dann werde ich als Leave-In dieses Produkt verwenden. Ich hoffe, hier ist kein Alkohol drauf. Steht hier hinten leider nicht dabei. Hier steht nur, dass hier keine Sulfate und keine Silikone drin sind. Ja, schauen wir mal. Als Leave-In, genau. Und dann als Haargel werde ich dieses verwenden. Das habe ich auch ganz, ganz oft in vielen Videos gesehen. Das ist dieses von Giovanni. Das habe ich bei Amazon bestellt, unter anderem. Und genau, das hat nämlich auch Proteine, was eben auch so wichtig ist, weil das Haar ja aus 85% Proteine besteht. Man muss auf jeden Fall nochmal in dem Buch nachschauen. Übrigens, das Buch ist einfach der Hammer. So, so viele wertvolle Informationen komplett über Haare. Auf jeden Fall werde ich dann dieses Gel verwenden. Habe ich noch dieses Mikrofaser Handtuch, was ich auf jeden Fall auch verwenden werde. Und ich habe auch einen Föhn mit einem Diffusor. Und das werde ich dann auf jeden Fall auch machen. Aber ich nehme euch jetzt erstmal mit. Mal sehen. Oh. Das sind einfach meine Naturlocken. Ah, really? Can you believe this? Kann ich das auch machen? Hallo Leute, ich melde mich jetzt nochmal. Ich habe mich ein bisschen geschminkt und umgezogen, damit ich nicht das ganze Video über so super fertig aussehe. Und ja, das ist das Endergebnis. So schauen die Locken jetzt aus. Ich komme überhaupt nicht drauf klar. Ich muss wirklich sagen, ich bin total geflasht. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich solche Haare habe.
dass ich solche Locken habe und das einfach vom ersten Mal, ne? Ich habe ja jetzt das wirklich zum allerersten Mal ausprobiert und ich habe das leider auch nicht so ganz perfekt gemacht, denn ich habe ein Shampoo benutzt und ich habe die Haare halt vorher gekämmt. Und wenn man diese Methode, diese Curly Girl Methode anwendet, soll man ja die Haarbürste wegschmeißen und eigentlich soll man die Haare auch nicht föhnen und auch kein Shampoo benutzen. Alle drei Sachen, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, man muss einfach für sich so eine Mitte finden, mit der man zurechtkommt, sich wohlfühlt, sauber und auch so ein schönes Ergebnis hat. Ich muss wirklich sagen, ich habe schon gewusst, dass ich wahrscheinlich auf jeden Fall Locken oder Wellen haben werde, weil ich das natürlich auch beobachte, wenn meine Haare nass sind oder im Urlaub oder so, ne? Aber dass ich wirklich noch so viel rausholen kann, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Also ich war wirklich beim Föhnen gerade oder auch als ich noch das Gel auch getragen habe, total geflasht. Und ich bin jetzt gerade so happy, das glaubt ihr gar nicht, weil ich habe gerade auch so ein bisschen mit Haarausfall zu kämpfen. Und durch diese Methode habe ich einfach trotzdem viel Volumen und kann so ein bisschen diese Geheimratsecken, ne, die hier so ein bisschen sind, kann ich so ein bisschen kaschieren und das sieht einfach so cool aus und ich gehe die ganze Zeit durch die Haare. Ich muss auch sagen, hinten sind sie auch noch nicht ganz trocken, deswegen wären sie vielleicht hinten noch ein bisschen voluminöser, wenn ich sie einfach mal trocknen lassen würde, aber ich bin so ungeduldig. Jetzt ist natürlich auch die Frage, wie sehen die Haare morgen aus, übermorgen und so weiter. Man sollte sie auch einfach in Ruhe lassen, nicht waschen, nicht kämmen, gar nichts damit machen und ich wasche meine Haare ja manchmal einmal oder zweimal in der Woche. Aber ich kämme sie jeden Tag. Also ich bin mal gespannt, wie ich das jetzt schaffe. Ich gucke mal, ob ich euch vielleicht auch jetzt die nächsten Tage nochmal mitnehme, um euch zu zeigen, wie das so ausschaut. Es ist vielleicht auch noch nicht optimal. Wie gesagt, es war jetzt einmal. Aber ich denke, wenn ich das jetzt öfters mal hintereinander mache, so einen Monat oder so, dass die Locken einfach noch schöner werden, noch präziser vielleicht. Ich bin so happy, dass ich das ausprobiert habe. Oh mein Gott! Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nie mehr einen Lockenstab, ein Glätteisen oder einen Föhn zum Glätten oder so benutzen werde, weil ich liebe einfach die unterschiedlichen Styles. Aber ich finde es auch mega mäßig, einfach zu wissen, dass man auch so eine Möglichkeit hat, ne? Gerade im Urlaub, wo man die Haare auch Luft trocknen lassen soll, ne? Man geht einfach, also wirklich der entscheidende Punkt ist einfach das Gel. Das macht so viel aus. Und im Urlaub, wenn die Haare noch nass sind, super schön gepflegt, da geht man mit diesem Gel rein in die Haare, knetet sie richtig schön, dass sie so ein Geräusch macht. Und dann kann man einfach rausgehen und die Haare Luft trocknen lassen. I love it. Es ist außerdem auch, diese ganze Prozedur fühlt sich auch an wie so eine Kur für die Haare, weil man sehr auf die Inhaltsstoffe achtet bei Shampoo, Conditioner und Leave-In-Produkt und auch vom Haargel und so weiter. Und weil man auf das alles achtet, das ist dann nochmal gut für die Haare und dann kämmt man sie nicht, das heißt, man strapaziert sie nicht, dann benutzt man kein gewöhnliches Handtuch, das die Haare auch aufraut. Also irgendwie insgesamt ist es einfach nur mega mäßig für die Haare und man unterdrückt einfach nicht diese natürliche Struktur. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz, was ich jetzt gerade zum ersten Mal verwendet habe. Ich denke, ich werde jetzt auch erstmal bei den Produkten bleiben. Ich habe noch drei andere Gels bestellt. Die werde ich vielleicht danach benutzen, weil ich habe sehr viele Haare und deswegen brauche ich auch sehr viel Gel, damit ich wirklich jede Strähne damit erwische. Und eben nach dem Föhnen habe ich die Haare, dann waren sie so noch mehr strähnig als jetzt, dann habe ich sie richtig schön durchgeknetet und dann ist einfach dieses steife Locken, ne, vom Gel, diese trockene, so wie aufgebrochen, ist dann voluminöser und das Gel hilft eigentlich einfach nur den Haaren in Form zu bleiben. Man kann natürlich das auch nicht super viel rauskneten, hatte man auch diesen Wet-Look, kann man auch machen, aber ja, ich bin erstmal so happy, oh Mann, ich bin wirklich so happy, das glaubt ihr gar nicht, einfach, dass es gleich so gut geklappt hat und die schönsten sind natürlich hier unten, ne? Diese, die so super präzise sind, das sind die Locken hier, aber ist egal. Ich werde das jetzt auf jeden Fall noch ein paar Mal weitermachen. Mal gucken. Also als Shampoo, das ich nicht benutzen durfte, aber benutzt habe, ist ein Baby-Shampoo. Und das ist von Hip. Und ist halt super sanft und mild und pH-hautneutral. Als Conditioner habe ich benutzt diesen hier von Balea. Das ist ein Oil Repair intensive Spülung. Pflegende Formel mit Keratin und Arganöl.
Und das hat mir auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Davon habe ich auch sehr, sehr viel benutzt, weil ich auch eben beim Haarewaschen probiert habe, die Haare mit durch den Conditioner ein bisschen mit den Fingern zu kämmen. Also nicht mit einem, mit der Kammdüse zu gehen, soll man ja nicht, ne? Deswegen habe ich sehr viel Conditioner gebraucht, um wirklich jedes Knötchen daraus zu bekommen. Danach habe ich meine Haare hier abgetrocknet mit so einem Handtuch, mit so einem Mikrofaserhandtuch. Ich muss sagen, das hat sich richtig gut angefühlt und ich weiß nicht, ich interessiere mich so sehr für Haare, gut, eigentlich mehr für Styling, aber dass ich nicht schon früher drauf gekommen bin, kann mir in den Arsch beißen, ganz ehrlich. Das ist einfach Next Level. Das ist so toll für die Haare. Hat mir so, so gut gefallen. Kann ich euch wirklich sehr empfehlen, auch wenn ihr jetzt nicht diese Curly Girl oder Curly Hair Methode macht. Megamäßig. Und danach habe ich, als ich die Haare so ein bisschen abgetrocknet habe, da habe ich so ein Leave-In-Produkt reingemacht. Da muss man auch auf die Inhaltsstoffe achten. Ich habe jetzt einfach dieses genommen von Gisou, das ich einfach da hatte. Das ist eigentlich ein Hitzeschutz. Und hier sind keine Sulfate und keine Silikone. Aber ich weiß nicht, ob hier Alkohol ist. Und Alkohol ist ja sehr austrocknend für die Haare. Das habe ich reingemacht als Leave-In-Produkt, also das eben in den Haaren bleibt. Und danach eben das Gel. Und dann habe ich dieses von Giovanni. Ich habe euch das ja alles schon eben gezeigt, aber das wurde in ganz vielen Videos, die ich mir auch angeschaut habe, empfohlen. Ich habe schon gleich beim ersten Mal super viel benutzt, weil es eben ganz wichtig ist, dass jede Haarsträhne, jede Locke vom Gel was abbekommt. Und hier ist auch ganz wichtig, dass man es so reinknetet und es so ein richtig matschigen Ton macht und auch so ein Gefühl hat. Und danach kann man nochmal mit dem Handtuch reingehen, um eben die Überschüsse, dass die aufgesaugt werden. Und danach habe ich einen Föhn benutzt mit einem Diffusor. Es ist absolut egal, welchen Föhn ihr benutzt. Wichtig ist dieser Aufsatz, mit dem man eben die Haare so föhnt. Ne? Ich habe jetzt einen von Dyson, den mag ich einfach wirklich gerne, weil er die Haare sehr, sehr schnell föhnt. Und das liebe ich einfach. Ja, und jetzt habe ich einfach diese Frisur, Leute. And I love it. Ich komme gar nicht drauf klar, weil hier einfach diese Wellen, ne, die sind ja ab Haaransatz sozusagen. Ne? Und ohne jetzt hier groß viel gemacht zu haben mit Lockenstab oder irgendwas, habe ich einfach jetzt diese Locken. Und das Coole ist einfach, ich werde die haben bis zur nächsten Haarwäsche. Also diese Wellen, die werden natürlich nicht so knusprig schön aussehen, denke ich mal. Auch nach dem Schlafen, muss ich mal schauen. Aber man kann immer wieder nochmal Wasser drauf sprühen, vielleicht ein bisschen Gel oder mit Conditioner oder so nochmal durchkneten. Und dann sollten die Wellen eigentlich immer wieder zurückkommen, so schön knusprig. Und eigentlich, um was ganz richtig zu machen, müsste ich jetzt auf einem seidenen Kissen schlafen, also mit Seidenüberzug. Das ist auch sehr, sehr gut für die Haare und auch für die Haut, fürs Gesicht und eine Haube tragen. Aber ich glaube, ich halte mich nicht an alles. Ich mache so, wie es sich für mich am besten anfühlt. Und das war erstmal mein erster Versuch. Und der ist sehr erfolgreich und ich werde das auf jeden Fall weiterhin machen und werde euch jetzt noch so die nächsten Tage einblenden, wie das dann so ausschaut und wie ich das so versuche aufzufrischen. Und übrigens, was ich auch gemacht habe als allererstes, nachdem ich mir ein paar Videos angeguckt habe, habe ich erstmal das Buch gelesen, wo wirklich das alles drinsteht, was man benutzen sollte, was nicht, wie und so weiter. Da wird sogar erklärt, wie man sich selber Haare schneiden kann, eben Locken. Das Buch ist der Hammer. Ich hätte eigentlich gar keine Videos gucken sollen. Es ist halt immer schön zu sehen, wie so die Erfahrungsberichte von anderen sind. Aber dieses Buch ist wirklich der Hammer. Man lernt so viel auch über Haare. Es hat mich so richtig in Bann gezogen. Ich habe an einem Tag gleich 170 Seiten gelesen. Wirklich jede freie Sekunde, jedes Sekündchen, dass Theo irgendwie entspannt sich selber beschäftigt hat oder geschlafen hat, habe ich das sofort gelesen, dann auch abends ein bisschen zu lange. Aber es war mega toll, wirklich. Ich habe sehr, sehr viel gelernt, auch durch dieses Buch. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, werde ich auf jeden Fall. Das kann ich euch auch sehr empfehlen. Ich werde euch alle Produkte, die ich jetzt heute benutzt habe, verlinken. Außer das von Balea. Das findet ihr ganz easy in der Drogerie, also beim DM. Und ja, wenn ihr das ausprobiert, verlinkt mich auf jeden Fall auf Instagram oder schickt mir eure Bilder. Ich würde mir das sehr, sehr gerne mal anschauen, ob das bei euch auch klappt. Auf jeden Fall, ich werde das Video jetzt hier erstmal für heute beenden, aber werde euch noch einblenden, wie das so die nächsten Tage ausschaut. Ich danke euch sehr fürs Einschalten. Ich bin megamäßig gespannt auf euer Feedback, wie ihr das findet, ob dieser Look überhaupt auch zu mir passt. Ob ihr jetzt sagt, ja, tragt es öfter oder sagt, nein, please. Don't. Und ich wollte mir die Haare abschneiden. Ne? Eigentlich sehen so Wellen und Locken mit diesem Schnitt oder Länge am besten.
Hello. Es ist Tag 2 mit meinen Eiszapfen. Sasulki. Also, wie gesagt, heute ist der zweite Tag. Die Haare sehen so aus. Teilweise okay, teilweise gibt es so gerade Strähnen, mit denen ich nicht so recht weiß, wie ich damit jetzt umgehen soll. Das Ding ist halt, ich darf die Haare nicht kämmen und das ist für mich schon schwierig. Vor allem, weil sich jetzt so kleine, jetzt weiß ich, was mit Frizz gemeint ist. Frizz. Und zwar kennt man ja das normalerweise, wenn man so wellige oder glattere Haare hat oder sie eben so trägt, dass man den Frizz meistens so unten hier an den Spitzen hat, ne? Wenn die Haare so rau sind oder die einzelnen Haare sich spalten oder so, ne? Das nennt sich Frizz. Frizz. Und bei den Locken ist es einfach, was hier oben so entsteht, diese einzelnen Haare. Die sind lang, aber es nennt sich Frizz, weil es eben so blöd absteht, ne? Und das passiert halt nach dem Schlafen. Ich weiß nicht, ob es besser sein würde, wenn ich wirklich auf so einem seidenen Kissen schlafen würde. Seidenen Kissenbezug, sorry, kann mich gerade nicht konzentrieren. Aber habe ich noch nicht. Und was ich auch bereue, was ich nicht gleich mitgekauft und bestellt habe, ist so eine Sprühflasche, um die Haare eben so aufzufrischen. Könnte ich jetzt noch mal Wasser drauf sprühen oder ich sprühe vielleicht so ein Leave-In nochmal rein und knete die Haare nochmal durch, damit sie besser in Form kommen und nicht so, wisst ihr, wie so Dreadlocks aussehen. Weil das Haargel ist ja noch drin und es könnte theoretisch wieder aktiviert werden, indem ich die Haare wieder nass mache. Das möchte ich auf jeden Fall, denke ich, mal ausprobieren oder ich mache mir so eine Frisur, wo ich die Haare so nach hinten bringe. Aber sobald ich das mache und die Haare irgendwie da hinten fixiere mit einer Spange, bringe ich sie ja wieder in so eine Form, in die meine Locken nicht normalerweise gehen würden oder meine Wellen. Und damit zerstöre ich schon wieder diese Optik, ne? Aber für mich ist es auch super schwer, jetzt auf einmal immer die Haare offen zu halten, weil ich habe ein 4 Monate altes Kind, das nach allem greift mit seinen kleinen süßen Händchen, das so in Reichweite ist und auf jeden Fall auch nach meinen Haaren. Deswegen glaube ich, die ein oder andere platte Strähne hier hat der Theo gerade gezogen. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch einfach zeigen, so good morning, so sehen meine Haare aus. Gestern Nachmittag habe ich sie ja gewaschen, gestylt mit euch zusammen und so sehen sie dann heute aus. Ich denke, ich werde noch mit offenen Haaren heute rumlaufen und dann gucke ich, was ich morgen draus mache. Ich möchte natürlich weiterhin probieren, meine Haare so selten wie möglich zu waschen. Aber ja, wenn es nicht gut aussieht, müssen wir schauen. Hallo Leute und willkommen zu Tag 3 mit meinen Curly Hair. Ich muss sagen, dieses Nicht-Kämmen macht mich ein bisschen verrückt. Ich möchte die Haare so gerne kämmen, das glaubt ihr gar nicht. Einfach weil sich das gerade schon so ein bisschen wie ungepflegt anfühlt und weil das so strähnig ist. Ich meine, das gehört dazu zu den Löckchen und Wellen natürlich, sammeln die sich in Strähnen, aber so langsam sind es einfach nur so, so sulky, wirklich, wie so Eiszapfen, ne? Und das sieht doch immer unschöner aus und ich spüre einfach dieses Gel, ne? Die fühlen sich so ein bisschen stumpf an, aber eigentlich sind sie ja mega gepflegt darunter. Und ich weiß nicht, um das aufzufrischen, da bin ich noch kein Pro, da muss ich mir noch andere Videos anschauen oder mir mal noch mehr durchlesen. Aber ich glaube, ich könnte zum Beispiel auch einfach mit dem Leave-In-Spray nochmal drüber gehen und dann würden auch die einzelnen Haare, die sich so getrennt haben von der Strähne, würden sich, glaube ich, mit der Strähne wieder verbinden und es hätte auch wieder mehr Sprunghaft und Kraft und so weiter. Also ich muss auf jeden Fall noch weiter austesten. Aber ich muss sagen, jetzt am Tag 3 finde ich es nicht mehr ganz so schön. Aber ich bin nach wie vor sehr happy und ein absoluter Fan davon. Bin mega glücklich, dass ich das probiert habe. Ich werde es auch die nächsten 2-3 Haarwäsche mindestens mal auf jeden Fall machen, um einfach zu beobachten, ob die Locke immer mehr rauskommt oder eben die Welle, ob sie immer runder wird, weil
ich glaube, man braucht es schon noch ein bisschen. Man muss es schon ein bisschen öfter machen als nur einmal. Und dann kann man natürlich jetzt nicht gleich das perfekte Ergebnis erwarten. Aber ich muss sagen, sonst an sich gefällt mir das richtig gut. Auch wie, dass ich einfach diese Haare habe, finde ich mega. Und es macht auch Spaß, das so zu tragen. Ich muss auch noch gucken, wie man sowas stylen kann, weil alles, was die Haare ja so ein bisschen in die Länge zieht oder deswegen soll man ja auch nicht kämmen, ne? Das macht ja die Welle und die Locke so ein bisschen kaputt. Und deswegen frage ich mich auch, wie das jetzt beim Styling ist. Was darf man machen, was darf man nicht machen? Keine Ahnung, aber ich glaube, so am Tag 3 und 4 darf man schon alles machen. Einfach so nach oben bringen. Und ich trage es jetzt, muss ich auch sagen, sehr gerne einfach so nach oben. Ich habe so einen Clip, so eine Spange und dann halte ich sie so ganz locker zusammen. Und dann mache ich einfach mit so einem Clip zusammen. Vielleicht habt ihr das bei mir auch schon auf Instagram gesehen. Einfach, um sie so ein bisschen zusammenzubringen, weil die Spitzen auch irgendwann nicht mehr schön aussehen. Aber hier oben rum habe ich eigentlich relativ noch Volumen und die Wellen sieht man noch oben rum ganz gut. Nur die Spitzen sind halt nicht mehr ganz so schön. Und eben dieses Strähnige, ne? Dieses Wet, diese Optik oder diese Beach Wave, ne? Das ist so, irgendwann habe ich echt so ein Bedürfnis, einfach die Haare zu kämmen. Aber mal gucken. Also bis heute werde ich sie auf jeden Fall nicht waschen. Ich zeige euch morgen nochmal, wie das Ganze ausschaut. Hi Leute und willkommen zurück in meinem Badezimmer. Heute ist Tag... Theo, welcher Tag ist heute? Hä? Heute ist Tag 4. Und falls ihr euch fragt, was hier so knistert, das ist Theo und sein Knisterbuch. Und sein Schluckauf. Heute ist Tag 4 und das Vogelnest sieht immer noch gut aus. Ich würde sagen, meine Haare sind nicht fettig, was mega cool ist. Dadurch, dass man eben diese Locken und Wellen hat und man sie auch so lange wie möglich behalten möchte, geht man natürlich super wenig in die Haare und deswegen werden sie einfach nicht fettig. Aber guck mal bitte, wie das aussieht. Also schön ist wirklich was anderes. Ich fühle mich so ungepflegt, weil ich meine Haare nicht kämmen kann. Das ist wirklich so eine krasse Angewohnheit. Ich meine, ich habe das mein Leben lang gemacht und jetzt auf einmal soll ich es nicht mehr machen, um eben diese Locken zu behalten, die einfach keine Locken mehr sind. Das sind einfach nur noch so ungekämmte Haarsträhnen. Und ich würde einfach nichts lieber als Haare kämmen. Mich beobachtet. Auf jeden Fall fühlt sich das einfach nicht mehr schön an. Ich glaube, ich habe zu viel Haargel reingemacht. Ich habe keine Ahnung. Aber diese strähnige Look, ich meine, der ist ja gut, ne? Damit jede Strähne sich findet und sich dreht und so weiter. Das sah auch am Anfang richtig schön aus, aber mittlerweile nicht mehr. Und hier sind halt so viele einzelne Haare, die rumfliegen. Das nennt sich halt Frizz bei den langen Locken. Und ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt überlegt, ich sprühe nochmal mein Leave-In darüber, um das Ganze nochmal, ja, feucht zu machen. Vielleicht verbinden sich die einzelnen Härchen noch mit den anderen oder so. Nochmal durchkneten. Also hier zum Beispiel, soll man ja auch nicht machen, aber man kann beispielsweise einfach an der Kopfhaut entlang so eine Massage machen. Aber hinten habe ich das Gefühl, habe ich solche Knoten, dass ich sie nie mehr im Leben rauskriege. Ich probiere das jetzt mal mit dem Leave-In. Also eigentlich ging es mir jetzt vor allem darum, die Haare nochmal nass zu machen, um sie dann nochmal zu kneten, damit sie nochmal in die Form zurückgehen. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Aber dieses Leave-In ist halt eben nochmal eine Pflege und man soll die Haare ja auch nicht überpflegen, ne? Deswegen wäre, glaube ich, mit Wasser besser drüber zu gehen. Ich habe leider keine Sprühflasche für die Haare. Aber ich habe so eine andere Flasche. Also, ich habe jetzt leider keine Sprühflasche, so eine extra für die Haare, aber ich habe sie in eine andere Flasche. Da war mal Reinigungsmittel drin. Leute, ich habe es ganz gründlich gerade gewaschen. Und solltet ihr auch auf die Idee kommen, einfach irgendeine andere Flasche nehmen, um euch Wasser auf die Haare zu sprühen. Bitte, bitte, spült sie richtig aus. Ne? Wir wollen uns kein Reinigungsmittel auf die Haare sprühen. Also ich habe jetzt normales Wasser hier reingemacht und werde das mal in meine Haare sprühen.
Also, dazu habe ich mir noch keine Videos angeguckt, zu diesem wieder auffrischen. Aber das macht für mich irgendwie total Sinn, weil ich denke mir, dadurch, dass der Gel halt schon drin ist und wenn die Haare wieder nass werden, dann kann man das Gel wieder aktivieren sozusagen. Oh, sorry, ist so dunkel. Genau, aber ja, sieht eigentlich auch wieder besser aus, wieder mehr sprunghaft, ne? Ich würde das jetzt auf jeden Fall lufttrocknen lassen und vielleicht sieht es dann auch wieder besser aus, aber vom Gefühl her eben dieses nicht durchkämmen, ja, das ist eine richtige Herausforderung, aber ich lasse sie heute auf jeden Fall nochmal so und würde sie morgen, denke ich, wieder waschen. Morgen ist Sonntag und morgen wollte ich eigentlich dieses Video veröffentlichen. Kann sein, dass hier auch Schluss ist. Wenn es euch interessiert, wie es so weitergeht mit meiner Curly Girl Methode oder Curly oder meine Curly Hair Methode, dann schreibt auf jeden Fall einen Kommentar, was ihr so, wie ihr das findet, ob ihr es eben weiterhin gerne noch sehen möchtet. Genau. Und wenn jemand von euch ein Curly Girl oder ein Curly Boy ist, dann schreibt mir bitte auch unbedingt, bitte, 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 einen Kommentar, wie ihr das so macht, was bei euch so der ultimative Schritt und Tipp ist, was hat bei euch euer Locken-Game total verändert, wo habt ihr wirklich viel positive Veränderungen gesehen, wie schauen eure Locken am besten aus, so sprunghaft, aber nicht zu strähnig, also nicht so trocken ungepflegt strähnig, wisst ihr, wie ich meine? Das würde mich auf jeden Fall alles interessieren. Mir ist schon bewusst, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht und ich kann nicht erwarten, dass ich solche Locken habe noch am vierten Tag, weil ja, sie müssen einfach wieder den Weg zurückfinden, ne, in diese natürliche Struktur. Ich denke, ich würde auf jeden Fall das Video hier beenden. Und natürlich ist es auch als Mama sehr interessant, weil sobald man runter zum Kind geht, der greift dann den Hahn und ich glaube, ein paar gelappte Strähnen hier habe ich Theo zu verdanken. Dann. Gerade ist ja auch so eine Zeit, wo wir einfach alle zu Hause sind. Und deswegen kann ich euch das auch empfehlen, mal vielleicht genau jetzt auszuprobieren. Und ich denke, ihr könnt das sowieso mal ausprobieren. Schaut mal, was für Produkte habt ihr zu Hause, was für Inhaltsstoffe haben die. Könnt ihr das auch tatsächlich umsetzen, ohne was kaufen? ohne was kaufen zu müssen. Und ich bin ganz, ganz gespannt. Wirklich, ich bin so gespannt auf euer Feedback und ob ihr das auch ausprobiert. Schickt mir sonst auch Bilder auf Instagram. Theo. Schickt mir sonst gerne auch Bilder auf Instagram oder verlinkt mir mich, wenn ihr was postet oder ausprobiert. Ich möchte das auch sehr gerne sehen, wie ihr damit klarkommt. Und ich verabschiede mich Tag 4. Ja, ich hoffe, ihr könnt es sehen, was ich meine. Das ist so am Ansatz. So Vogelnestmäßig. Ja, ich gehe mich jetzt auf jeden Fall schminken, ready machen für ein neues Video. Und danke sehr fürs Einschalten und hoffentlich bis bald. Tschüss. Theo sagt tschüss. Der macht so.